Schönen guten Morgen miteinander. Wie ihr seht, das ist die Ruhe nach dem Sturm. Ein paar Eindrücke von dem Campingplatz in Wagen am See. Ich bin mal wieder früh unterwegs, damit wir nicht so viel Menschen drauf haben. Heute Nacht hat es mal wieder extremst geregnet. Jetzt mal von unserem Platz rausgegangen. Das ist hier immer recht schön eigentlich. Ich mache halt mal einen Schwenk. Und seht ihr, da stehen wir. Und da gibt es immer so Stichstreifen. Ich melde euch jetzt, ich blende euch ja auch mal den Plan ein. Wir laufen jetzt einmal da rum und laufen dann nochmal Richtung Waschhaus. Das ist das eine Waschhaus. Und dann nehme ich euch einmal mit. Da hinten drin, da gibt es so Sapferlei, da kann man surfen lernen. Da hinten sind ein paar ältere Camper und unter anderem sind immer wieder so Seitengassen. Eigentlich recht angenehm und recht easy, wenn man da reinläuft. Gibt auf jedem Platz Strom, dann gibt es Wasserzapfsäulen. Die Plätze sind eigentlich groß, und zum größten Teil sind sie geschottert. Gespannen hier in Obzelt, ob Wohnmobil. Also überhaupt kein Stress. Das ist das Waschhaus. Da wo die Lehrer gehen, da vorne in der Mitte ist der Eingang. Dann gibt es da hier ein Baby- und ein Kinderland. Auf der anderen Seite, da gehen wir dann da nochmal hin. Bloß so wenig Menschen wie möglich drauf zu haben. Darin kann man aufstehen. Das ist eigentlich auch recht interessant. Sind wir in den Aufstellbecken, kann man Wäsche waschen. Es gibt Trockner, es gibt Waschmaschinen in ausreichenden Mengen. Wirklich in ausreichenden Mengen. Hat man die Möglichkeit zum Tischtennis spielen da herunten, was auch sehr gut ist. Geht jetzt kein Licht an. Aber da sind für die Kids Spielautomaten. Und das finde ich auch in Ordnung. Im Spiel haben sie Spielautomaten gesammelt, man kann flippern, man kann Airhockey spielen. Also es ist was für die Kinder, es ist auf jeden Fall was geboten. Da ist die Toilettenentleerung, es gibt ein Camper-Clean. Es gibt sogar eine Hundedusche, das muss man auch dazu sagen. Und die ist sehr schön gemacht. Habe ich auch schon andere gesehen. Wie gesagt, es gibt den Camperclean und die normale Chemiekästchenentleerung. Dann habt ihr hier Abspülbecken. Sind echt nicht wenige, wenn du dir das anschaust.
Also, das ist sehr großzügig gebaut. Jetzt werden wir uns drehen. Auf dieser Seite da ist die Rezeption. Und da hinten ist die Wirtschaft und ist der Supermarkt und der Laubmeister. Der Bereich hier auf der rechten Seite ist der Bereich der Dauercamper. Dafür finde ich halt die Trennung an sich nicht schlecht. Die haben einen richtigen Bereich, wo sie Dauercamper haben und haben einen richtigen Bereich, wo sie Durchgangscamper haben. Das Gebäude des, ja, die Ferien, der Ferienwohnung hinzu. In dem großen Gebäude ist praktisch, sind Ferienwohnungen drin. Und unter anderem auch dahinter die Kneipe. Darunter geht es zum See. Und das da ist praktisch, da vorne ist der Eingang. Ja, da ist der Eingang für die Ferienwohnungen. Dahinter liegt der Supermarkt, da gehen wir jetzt hin und uns frische Semmeln. Die muss man übrigens nicht bestellen. Die kann man, nachdem das ja Edeka ist, hat man uns verraten, kann man hingehen und kann die Semmeln holen. Das machen wir jetzt. Florence hat mich gebeten. Oh, das ist der Eingang, also beziehungsweise der Eingang. Da fährt man, da kommt man deutlich runter, wenn man an der Straße nicht abbiegt zum Haupteingang gefahren, sondern das ist, denke ich mal, die öffentliche Straße. Da hinten waren wir gestern, da hinten ist der Agility Park, unter anderem Soccer Park und Tennis und Minigolf. Dann ist es hier, und das finde ich persönlich eigentlich gut, und man kennt ja einen Berger Shop, den Fritz Berger Shop, das ist dieses neu angebaute Haus hier, das da, das ist der Fritz Berger Shop. Machen wir da mal, da sieht man es. Dann noch dieses sogenannte Riva, das ist ein italienisches Restaurant, das ist ein Italiener. Wir waren jetzt gestern im Stanglbad, das ist die Hinterseite von dem Platz, das ist der Edeka-Markt. Das ist praktisch da vorne, also das ist der Edeka-Markt. Und das ist dieses Feriendomizilhaus. Wir laufen jetzt unten am See nochmal entlang und dann machen wir noch einen Schwenk, dann zeige ich euch das. Von dem Riva, da kann man dann da reinschauen, das zeige ich euch jetzt. Die haben auch so eine Seeterrasse. Das ist eine Seeterrasse, das ist der Italiener. Und da hinten in dem grünen, in der grünen Überdachung, da waren wir gestern gesessen, und dahinter ist dann noch ein selbstbedienendes Restaurant. Da wollten wir eigentlich nach, weil das hat bayerisch halt eher geklungen, allerdings kann man da nicht mit der Karte zahlen. Ja. Also was soll ich jetzt da dazu wieder sagen? Die Wasserwacht. Unsere Freunde von der Wasserwacht.
dann hat man da, das ist eine Liegewiese, und da jetzt im Vordergrund, wenn ich mich jetzt rechts rumdrehe, das ist eben dieser Biergarten mit, also typisch bayerischer Biergarten. Dann kann man hier das Zahnessen halt bestellen. Da hinten sind noch Toiletten, und das ist eben der Hinterbereich von dem Restaurant. Die haben auch einen Saal, habe ich gestern gesehen. Ich denke, dass da auch Hochzeiten und sowas sind. Ich meine, die Location bietet sich ja an. Die Location bieten sich ja an für Hochzeiten und für Feiern. Jetzt gehen wir wieder zurück, nehme ich euch mit, und dann laufen wir zum unten am See entlang. War gestern Abend, wo wir herausgesessen haben. Ja, es war dann, Gott sei Dank waren wir schon nicht beim Italiener gesessen, also hier, sondern wir waren da drin gesessen, weil wir haben, es hat dann schlagartig, hat es dann richtig das Regnen angefangen. Also das ist, sie haben dann alle fluchtartig diese Seeterrasse verlassen. Also es war extrem. Das ist gestern Abend. Gestern Abend schon beim Abendessen war es extrem. Dann haben wir in Ruhe gegessen. Und dann, also beziehungsweise wir waren fertig mit dem Essen, so muss ich sagen. Wir waren fertig mit dem Essen. Und dann hat das Regnen angefangen. Und zwar innerhalb von kurzer Zeit. Das waren Sturzbäche. Waren wirklich Sturzbäche, was da runtergekommen sind. Das sind verschiedene Abgänge hier. Also du kannst jetzt praktisch hier wieder zurück zum Campingplatz gehen. Wir nehmen jetzt vorne einmal, dann können wir mal auf den See draus schauen. Es ist wohl so, wenn der Badebetrieb ist, darfst du da mit dem Hund nicht durchlaufen. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt gestern wir sind ja zweimal durchgelaufen, weil wir es auf der anderen Seite nämlich nicht gelesen haben. Ja, aber ich glaube, das ist Jacke wie Hose. Also ich meine, du sollst dich halt auch nicht mit deinem Hund baden. Das verstehe ich auch noch. Aber wenn ich mir das da so anschaue, das hat natürlich schon was. Dieses Panorama hat schon was. Also das muss man schon dazu sagen. Dann gibt es immer so Kugeln. Es gibt auch einen Bootsanlegesteg. Surfschule, und da stehen wir. Sind eigentlich sauber, sind wirklich sauber. Es fährt auch einer rum, der schaut, ob alles sauber ist. Da gibt es hier noch einen Kinderspielplatz. Ja, aber das sind also Sachen, und wie das klingt, das erwarte ich von einem 4-Sterne-Platz. Nachdem das heute Nacht wirklich so geregnet hat, müssen sie halt dann was tun. Kleine Häuschen, wo man da erkennen kann, da sind noch Toiletten und Umkleiden drin, und auf der hinteren Seite gibt es einen Getränkeautomaten. Das hat mich kurz gemacht. Das ist dann hier ist eben dieses Häuschen, da ist nochmal Kinderspielplatz. Keine Sorge, das ist nicht mein Hund. Mein Hund ist schwarz. Die Frau hat aber die gleiche Figur wie los. Du hast halt immer so abgetrennte Bereiche.
bin mir nicht sicher, für was es die brauchen. Entweder sie sind für den Winter gedacht oder ist aus der Vergangenheit. Es ist auch so, dass dort auch Ketten dran hängen. Ich weiß auch nicht, ob das nicht irgendwann nochmal zugesperrt wird. Das kann natürlich auch sein. Also wir haben jetzt gestern nichts gesehen. So.